Es ist Frühling, wir haben 20 Grad. Was ist das Schönste am Frühling? Natürlich Eis essen. Wir mit Spirale TV sind unterwegs und wir besuchen das älteste Eiscafé Berlins. Eiscafé Monheim. Mein Weg führt mich direkt nach Wilmersdorf. Mit der U7 zur Blissestraße 12 sind wir direkt in der Nähe vom Volkspark. Den Eisladen gibt es seit 1928. Das heißt, seit über 80 Jahren kann man hier sein Eis genießen. Worauf ich mich besonders freue? Hier wird nach traditionellem Familienrezept hergestellt. Mal gucken, wie das schmeckt. Ich muss gar nicht lange suchen. An der langen Schlange erkenne ich relativ schnell, dass ich hier richtig bin. Na dann, stelle ich mich mal an. Super lecker. Nachdem ich das Eis probiert habe, würde mich jetzt interessieren, wie das hergestellt wird. Auch wenn sie mir das geheime Familienrezept nicht verraten, durfte ich Robert ein bisschen über die Schulter schauen. Also, schauen wir mal. Das ist hier unsere Basemaschine. Wir machen unsere Base ja von Grund auf selber. Und ja, hier wird also quasi die Zutaten für die Base werden hier reingemacht. Also Milch, Zucker, Bindemittel, wird alles hier erhitzt dann auf 65 bis 75 Grad. Wieder runtergekühlt und wenn es fertig ist, wird es in große Bottiche gepackt. Und die seht ihr eben hier drauf. Hier haben wir drei verschiedene Basen, unsere Vollmilchbase, unsere Schokoladenbase und unsere Fruchtbase. Und ja, die wird dann hier kühl gehalten bei ungefähr 2 bis 5 Grad. Und dann werden halt noch Zutaten mit reingefangen, je nachdem, was man jetzt machen möchte. In dem Fall mache ich jetzt mal eine Mandel. Und damit gehen wir jetzt nach oben wieder und machen das nächste Eis. So, also das Eis ist meistens in der Zeit fertig, wenn ich das meiste vorher angerührt habe. Es dauert immer so 5 bis 10 Minuten ungefähr. Aber man sich letztes Jahr musste ungefähr so ausnehmen. Die Maschine ist auch schon über 30 Jahre alt. Bei uns hat noch ein bisschen Tradition, noch ein bisschen Handarbeit. Sieht das lecker aus. Und ich glaube, das ist genau die Eissorte, die ich gerade gegessen habe. Es scheint hier ziemlich beliebt zu sein. Während wir hier filmen, geht hier ein Eis nach dem anderen über die Ladentheke. Übrigens, bis zu 25 Eissorten kann man sich hier aussuchen. Es ist schon beeindruckend, dass mehrere Generationen seit über 80 Jahren hier ihr Eis gegessen haben. Ich habe im Vorfeld ein wenig über das älteste Eiscafé Berlins recherchiert. Und da gibt es ja auch noch die berühmte, traditionell hergestellte Fürst-Pückler-Schnitte. Was es mit dieser auf sich hat und mit der Geschichte des Eiscafé Monheims, kann mir niemand besser erzählen als die Chefin Priska, die mit ihrem Bruder Robert das Eiscafé führt. Hallo, ich bin Priska. Ich freue mich, euch kennenzulernen. Ich bin seit 13 Jahren hier im Eiscafé. Uns gibt es aber schon seit 93 Jahren. Das ist unglaublich, aber ja, es sind 93 Jahre. Die Gründerin damals, das war die Erna Monheim. Das ist auch der Grund dafür, dass das Eiscafé Monheim heißt. Also nach der Gründerin benannt. Genau, mich gibt es, wie gesagt, seit 13 Jahren hier. Ich bin Eiskonditorin. Mir wurde das beigebracht von der vorigen Inhaberin. So ging es von Generation zu Generation weiter. Das ist das Schöne bei uns auch, dass auch die Kundschaft, die uns immer besucht, wirklich übergreifend über Generation immer wieder kommt. Kinder, Enkelkinder und teilweise Urenkelkinder. Und das ist das, was so super, super toll ist an uns, dass einfach das Traditionscafé traditionell weitergeführt wird und sowas in Berlin ja wohl höchst selten ist und wir froh und stolz darauf sind, dass wir euch das noch anbieten können. Das ist das fertige Produkt, die Pückler-Schnitte, wie wir sie hier bei uns anbieten. Der Unterschied zu der Pückler-Schnitte, die man normalerweise woanders bekommt, ist, dass das original hergestellt ist, aus Sahne 100%, dass da kein Milch drin ist. Also sprich, ein halbgefrorenes Eis, was es nur so noch bei uns im Eiscafé Monheim gibt. Es freut mich echt zu hören, dass Tradition und Handarbeit noch so lange Bestand haben. Falls ihr hier vorbeikommt, lohnt es sich auf jeden Fall, beim ältesten Eiscafé Berlins Halt zu machen. Während ihr hier euer Eis esst, stellt euch vor, dass seit 1928 schon Menschen in dieser Schlange anstanden. Also, lasst es euch schmecken.